Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Und heute ist ja dieses seltsame Eierfest. Das heißt, da werden wir dann gleich hingehen. Wo musste ich da hin? Zum Stadtplatz, glaube ich. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Oh, der ist fertig. Das finde ich ja richtig gut. So, dann haben wir ein bisschen Blumenkohl. Sehe ich gar nicht mehr, dass ich da was habe. Das finde ich nicht so gut. Aber da ist noch kein von Goldqualität, da finde ich nicht so gut. Ehrlich gesagt. Schade, schade. Oh, dann kein Wasser habe ich auch mehr. Alles. So, jetzt denke ich, haben wir alles. Dann wollen wir doch mal nach unten. Schauen, ob die liebe Robin da ist. Ach, vielleicht sind die an Festivaltagen gar nicht da. Ich weiß das noch nicht. Verschlossen. Nee, sag jetzt nicht, dass da heute generell verschlossen ist. Ach, Mann. Gut, dann halt nicht. Dann gehe ich halt wieder nach oben und dann gehen wir halt zum Stadtplatz. Finde ich ganz toll, wie ich nie mein Zeug machen kann, wo ich machen will. Aber hey. Kann man nichts machen. Ist halt so. Dann vielleicht kann ich dir vom Fest geben. Ich vermute mal nicht. Ja, ich behalte mal alle, weil ich wollte ja 5 von ihren Pflanzen behalten und einer muss noch ins Gemeinschaftszentrum. Eierfest hat begonnen am Stadtplatz. Da bin ich gerade hin unterwegs. Ah, ich habe gar kein Inventar, also nicht. Shop. Erdbeersaat und Plüschall. Groß, weich und niedlich, aber zu teuer. Aber dafür kaufe ich doch mal 5 Erdbeersaat oder so. Ich weiß übrigens, warum ich da mehr genommen habe letztes Mal. Weil wenn man Shift drückt, dann nimmt man automatisch mehr. So, dann wollen wir doch mal die ganzen Leute ansprechen und schauen, was die uns alle zu sagen haben auf dem Eierfest. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen, goldenen Mais. Gut, gut. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Doch ich rede doch mit dir. Gibt es irgendwie wo noch mehr zu essen? Hehe, ich habe den Punsch ein wenig etwas aufgebessert. Ja, hat was reingekippt. Das bleibt unter uns, Kindchen. Ja, ja. Gerne. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ach, herrlich. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Du dich nicht? Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Dann beginnt die Eiersuche, ich bin so aufgeregt. Ja, ja, abwarten. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich wünsche uns den Tagesanbruch wach und voll bei Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit, okay. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Tja, weil die Pam den ein bisschen aufgebessert hat, ne? Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Und Marnie und der Louis. Ich spreche auch mal noch nicht mit Louis, weil der wahrscheinlich dann wahrscheinlich die Eiersuche empfängt. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Hallo Demetrius. Eier, schon etwas merkwürdig? Nö, eigentlich nicht.
Hallo, ich bin ein Osterhase. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit der Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Hab ich dich jemals nett erlebt? Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Wenn du meinst, dass es dir gut tut. So hatten wir. Es gab mal einen Eierwettwurf mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat den schnell ein Ende gesetzt. Ja, frag dich mal warum. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Oh, meine Nase. Allergie. Kenn ich und verstehe ich das Gefühl. Kann ich jetzt auch in die Mülltonne rumsuchen? Nein, schade. Wo kann ich denn hier überall hin? Hier ist doch nichts mehr, oder? Ach, wahrscheinlich der gesamte Bildschirminhalt. Vermute ich doch mal. Oh, hallo Harvey, warum stehst du so abseits? Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Da hast du recht. Ups. Ich sollte für den Moment mit meinen ersten Schlägen verkneifen. Nö, warum denn? Völlig in Ordnung. Hat ja recht. So, dann... Ah, hallo Marlon. Selbst mit meinen Beinproblemen verpasse ich nie ein Stadtfest. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Ach, der hat die versteckt. Naja, bis der Sommer dann kommt. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den faulen Geruch an den Tag. Hehe. Hahaha. So. Abby liebt diese Eiersuche schon von klein auf. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Ja, das ist richtig. So, hallo, Louis. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, ich hoffe es doch. Wir haben mit allen gesprochen und alle scheinen gut drauf zu sein. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Oh, wie sie sich freuen. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Wo ich vermute, uns wird das nicht gelingen, aber gut. Nun denn, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen! Hallo, wo sind denn die Eier alle? Da ist eins. Da sind eine. Wie komme ich denn da rum? Gar nicht. Kann ich vergessen? Ah, ich bin schon wieder viel zu spät dran. Doch alles schade. Hä? Kann doch nicht sein, dass die Eier so weit auseinander versteckt sind. Wie sollen wir denn da so viele Eier finden? Hallo? Vermutlich sind sie in der Stadt ein bisschen näher. Aber hä? Viel zu weit auseinander. Okay, ich habe das Gefühl, das schaffe ich nie im Leben. Da ist noch eins. Okay. Das reicht mir nicht. Schade. Schade, schade. Ich weiß nicht, wie viel man gebraucht hätte. 10 oder so. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Jess, nein, Abigail. Hier ist ein Preis, Abigail. Viel Spaß. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Schade, ich hätte sie gern gewonnen, aber man kann nicht alles haben. Vielleicht ja nächstes Jahr. Oh, und wir sind in der Nacht wieder auf unserem Hof. Das ist sehr interessant, dann zähle ich mal noch die Erdbeeren hier aus. Oder soll ich eine... Ich hebe mir mal eine auf für nächstes Jahr. So, schön noch angießen. Habe ich da noch Platz drin? Ja, habe ich. So, sortieren. Gut, und ich würde sagen, dann gehen wir auch ins Bett. Wahrscheinlich ein etwas kürzerer Tag. Vermute ich mal.
So, und guten Morgen. Halt, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und bemerkt, es ist Sonntag. Das heißt, wir haben die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Kohlsalat. Stellst du dir Fade vor, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so, aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl. Vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ah, so knackig und frisch. Du hast gelernt, wie man Kohlsalat macht. Dankeschön. Und wir haben leider keine Post und ein paar vertrocknete Pflanzen oder so. Schade. Finde ich jetzt nicht so gut. So. Dann gehen wir heute zu Robin. Wir gehen heute ins Gemeinschaftszentrum. Wir gehen heute zu Clint. Wenn wir heute, falls die alle aufhaben, ich weiß nicht, wie das sonntags ist. Die sonntags vielleicht Ruhetag haben oder so. Aber wenn nicht, dann habe ich da heute ein bisschen was vor. So, die da unten sind gegossen. So, schön alles gießen, vor allem die Erdbeeren, die wir gestern noch gekauft haben, ganz fleißig. So. Mehr oder weniger effizient, dann nehme ich gleich mal das Zeug mit, wo ich brauche. Ich brauche für das Gemeinschaftszentrum eine Pastinake, eine Kartoffel, eine Bohne habe ich und einen Blumenkohl, das ist in einer anderen Kiste. Nein, nicht die Kiste gießen, bitte. So, dann brauche ich die Geode für den Clint. Wo ist denn die? Da. Und dann schauen wir mal, was der Tag uns noch so bringt. Nein, das will ich alles nicht. Ich rüste mal mein Schwert aus. Wahrscheinlich am besten. Mache ich mit der Axt kaputt? Ja. Inventar voll. Ja, ja, egal. Ich hätte zuerst ins Gemeinschaftszentrum gehen sollen, aber hey, ist jetzt schon so. Ich denke, dass sie um 9 Uhr aufmacht. Schaue ich mich jetzt hier noch ein bisschen um. Ah, stimmt, da war ich ja kürzlich. Da habe ich ja die Axt gefunden. Vielleicht gibt es jetzt was Interessantes irgendwo. Aber es sieht nicht so aus. Kein Meerrettich, kein gar nichts. Das finde ich ziemlich schade. Ah, da gibt es so eine Lauchzwiebel. Jetzt habe ich aber nicht, keinen Platz im Inventar. Ja. Kann ich nichts machen. Ich brauche mal den Rest leider. Vielleicht, wenn die Robin mir ihre Axt abgenommen hat, endlich mal. Vielleicht komme ich dann ja nochmal zurück für diese Lauchzwiebel. Schauen wir mal. So, jetzt muss sie nur noch da sein. Und überhaupt hier wohnen. Das ist jetzt die Preisfrage. Nee, da ist zwar Shane, aber sie ist nicht da. Habe ich nicht. Ich möchte mir nicht schicken. Ich bin beschäftigt, sieht man das nicht? Nein. Hey da, gut dich zu sehen. Dankeschön, besuche mich bitte, wenn immer du willst. Finde ich gut. Tierbedarf und Tiere kaufen. Nein, möchte ich nicht. Aber ist Robin nicht die Schreinerin? Wo wohnt die denn? Ich weiß es doch nicht. Wo wohnt die? Und jetzt kommt schon jemand. Wer bist du denn? Du bist Jody, ne? Da war was. Ich nehme mir den Tag frei. Wie anscheinend öfter. Ja, aber gut, soll sie sich frei nehmen, so oft sie will. Gibt es einen Auftrag von uns? Nein, gibt es nicht. Das heißt, wir gehen mal nach oben. Das Gemeinschaftszentrum geben das Zeug ab. So. So, dass der Weg dahin führt, finde ich zumindest. So, hallo Junimus. Ich will jetzt halt
Hier war das, ne? Nutzpflanzen Frühling, ja. Blumenkohl und Kartoffel und eine Bohne. Bündel komplett. Belohnung Gewächshaus. Oder muss ich da alle machen fürs Gewächshaus? Scheinbar ja. Geschwindwachs. Gut, gut. Jetzt habe ich Dünger oder sowas. Kommen noch mehr. Das heißt nicht, dass noch mehr kommen. Doch. Dann schauen wir es mal gleich. Und der trägt das Bündel in die Hütte. Das habe ich letztes Mal gar nicht so wahrgenommen. Die hauen ab. Schau ich doch gleich mal, was es hier dann gibt. Was man hier haben muss. Barren. Kupferbarren habe ich ja schon. Die Monster Drops. Und Quarz und irgendwelches anderes komisches Zeug. Okay. Gut zu wissen. Dann schauen wir mal, wo sich Jodie vielleicht rumdreht. Ah, steht im Eingang der Hütte. Der Junimo. Vielleicht ist sie da oben in dem Haus. Ich weiß es nicht. Habe ich da jetzt überhaupt richtig? Ich weiß es auch nicht. Wir werden sehen. Ja. Aber ist da nicht nur Maro und Demetrius? Nein, da ist die Robin auch. Hallo. Ich habe deine Axt. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Zum Glück nur fast. Zack. Dankeschön. Ach, reden kann ich mit dir nicht mehr. Dafür bin ich jetzt die Axt los. Haus zu bessern, was das kostet. 10.000 Gold und 54 Stück Holz. Nein. Und Hofgebäude. Hühnerstall. 4.000 Gold, 300 Holz. Nein. Stall. Sowieso nicht. Silo. 100 Stein, 10 Lehm, 5. Das könnte ich mal machen. War das eine Mühle? Braucht man Stoff für? Habe ich nicht. Schuppen brauche ich nicht. Pferdestall brauche ich nicht. Schleifstall auch nicht. Was da ist dafür braucht? Also, wie war es? So Silo. 100 Stein, 10 Lehm, 5 Kupferbarren. Das sollte ich doch noch auftreiben können. Gut. Dann habe ich das. Dann gehe ich mal zum Clint. Da komme ich aber so nicht hin. Und gebe mein Zeug beim Clint ab. Dann habe ich jetzt Wachstumsbeschleunigung. Das finde ich ganz gut. Hätte ich vielleicht die Erdbeeren damit stimulieren sollen, aber hey, jetzt ist es zu spät. So, ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, dass Robin bei Marnie arbeitet, aber wahrscheinlich will die eine Tiere und Tierbedarf verkauft und die andere die Gebäude dazu. Das dann für mich irgendwo Sinn gemacht hat. Glaube ich zumindest. So. Der Mythenstiftung hast leider nichts drin. Geode aufbrechen, bitte. So. Was ist das? Erdkristall. Wahrscheinlich Gunther kann mir mehr darüber erzählen. Das war ja wieder klar. Also geht es jetzt noch ab zu Gunther. Ach, den brauche ich doch auch fürs Gemeinschaftszentrum, ne? Kannst du nicht ein paar antike Artefakte in deiner Mülltonne haben, lieber Gunther? Dem Museum spenden einen Erdkristall. Gut, dann bin ich den auch los. Dann hat Gunther mal was Neues, dann freut er sich. So, jetzt wollte ich da drüben, wo ich noch das Zeug einsammeln. Ich könnte mal wieder an den Strand gehen. Einfach so. Und schauen, ob ich hier auch noch was finde zum Einsammeln. Ja, eine Oster oder was das war. Ja, Tatsache. Gibt es da drüben noch was schon? Das wird mal irgendwann die 300 Holz kriegen, ne? Damit ich sehe, was da drüben ist. Jetzt angle ich aber erst so ein, zwei, drei Mal. Würde ich sagen. Damit ich noch ein paar Fische bekomme. Und dann gehe ich auch wieder heim. Da drüben gibt es natürlich ein Wasser mit Bläschen. Ja. Lauf ich darüber? Ja, gleich. Wenn ich hier mal was gefangen habe irgendwann. Mhm.
Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Fisch ist, hätte ich am Anfang nicht gleich drauf gedrückt. Ich gedacht habe, dass der Anfang gleich hochgeht, natürlich. Sardine, was habe ich letztes Mal eine Nein. Was habe ich letztes Mal eine Sardelle oder so? Jetzt habe ich eine Sardine. Gut, gut. Ich bestimmt weg. Ja. Wieso war das klar? Weil es klar war. So, was bist du für ein schöner Fisch? Ich würde gerade sagen, ziemlich einfach, aber das nehme ich, glaube ich, zurück. Obwohl, ich nehme es nicht zurück. Noch eine Sardine. Nein, nicht da, rückwärts angeln. Noch eine Sardine. Ein gewöhnlicher Ozeanfisch. Schön für den gewöhnlichen Ozeanfisch. Dann habe ich immerhin ein paar mehr Fische. Ach Mann, das hätte perfekt sein können. Das darf nicht wahr sein hier. Und noch eine Sardine, ein neuer Rekord. Gut, gut. Dann haben wir das alles. Dann muss ich noch zurück auf das eine Gebiet und noch Holz hacken. Gut zu wissen. Hallo Elliot. Hallo, ich hoffe, dein Bauernleben gestaltet sich so, wie du es dir erhofft hast. Naja, es ist ein bisschen anstrengend, aber sonst. Wie ich gedacht hätte, aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Würde ich mal meinen. Und da ich finde nichts in den Mülltonnen. Wer bist du? Jody. Die habe ich heute schon gesprochen. Ich kann ja mit ihnen, glaube ich, nur einmal am Tag sprechen oder so. Da war irgendwas. Und, ach, wenn ich die Löwen dann mitnehme, kann ich das Ding da unten nicht mitnehmen. Frühlingszwiebeln. Aber das ist dann halt so, dann muss ich nämlich nicht so einen großen Umweg laufen. Das hat auch was. So, jetzt würde ich gern Holz hacken, aber mein Inventar ist voll. Das heißt, ich muss zuerst mein Inventar leer machen. Bevor ich dieses Holz hacken kann. Nein, nicht angeln. Das war das falsche Werkzeug, aber egal. Wächst da hinten was? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Muss ich dann nachher mal schauen. Wenn ja, sollte ich vielleicht mal wieder gießen. Dich verkaufen wir. Dich verkaufen wir auch. Dich verkaufen wir auch. Dann kommst du da rein. Für dich haben wir keinen Platz mehr. Ich habe schon zweimal Löwenzahn. Dann kommt der dritte tatsächlich auch weg. Dann brauche ich noch meine Gießkanne. Und dann gieße ich mal das da dahinter. Ich glaube, da ist noch was, ich weiß es nicht. Ja, da ist tatsächlich was, da schaut irgendwas was Grünes hervor. Gut, gut, dann kann ich jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Muss ich auf 300 Holz kommen. Wird lustig. So, dann du auch mal weg. Dann komme ich da auch ein bisschen besser durch überall. Ich sehe ein bisschen mehr. Und insbesondere habe ich mehr Holz und das ist ja die Hauptsache. Halt, da ist noch ein Holz. Ich weiß nicht. Ja, ja, ist nicht stark genug. Ich will auch den Baum abhacken eigentlich. Wo ich gar nicht hinsehe wegen den vielen anderen Bäumen. Aber gut. Oh. Meine Energie ist an der Grenze. Das heißt, ich höre jetzt mal auf mit Bäume fällen. 49. Wie viel habe ich noch? Ein Holz. Gar nichts. Ist einfach eine andere Kiste oder bin ich gerade blind? Ach, tatsächlich kein Holz mehr. Aber fast keins mehr. Okay. Das heißt, ich muss morgen auf jeden Fall mal Holz hacken gehen. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge Let's Play Stardew Valley. Und bis zum nächsten Mal. Plus 1 Angeffektivität und Köder kann ich herstellen. Sammelstufe 2. Plus 1 Axteffektivität, neues Kochrezept.
Gut, gut. Das freut mich doch. Und dann wirklich bis zum nächsten Mal, wenn du heißt Let's Play Stardew Valley.